Herzen, schön, dass ihr auch heute wieder mit eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir und zwar zu meiner First Impression Review zum Benefit The Real Push-Up Liner. Und das Produkt sieht so aus. Es ist ein Gel-Eyeliner-Pen und offizieller Verkaufsstart ist der 27. Juni, also in 2 Tagen. Ich durfte das Produkt allerdings jetzt schon eine Weile testen und kann euch deshalb natürlich meine persönliche Meinung darüber erzählen. Und ihr seht schon, von der Verpackung her sieht das Ganze Benefit-like aus. Hier habt ihr nochmal so eine kleine Instruktion, wie ihr den Eyeliner anwenden könnt. Und enthalten sind 1,4 Gramm, damit kommt ihr aber auch Ewigkeiten hin. Ja, das Produkt von der Aufmachung her selber sieht so aus, finde ich auch sehr ansprechend, sehr edel, einfach wie ein Eyeliner-Pen. Das erste Mal, wenn ihr das Produkt verwendet, müsst ihr kräftig drehen, dass die Flüssigkeit obendran rauskommt. Ansonsten habt ihr hier einen Verschluss, den ihr auch drehen müsst und dann habt ihr hier den Eyeliner. Und das Ganze ist so eine Art Gummispitze, so eine abgeschrägte und dann ist eine Öffnung. Und da kommt einfach diese Flüssigkeit, dieses Produkt an sich raus, dieser Gel-Liner. Und wie gesagt, ihr müsst dann immer wieder neu drehen, wenn ihr das auf die Augen auftragt. Vom Auftrag her muss ich sagen, bin ich eigentlich recht zufrieden. Allerdings würde ich jetzt vielleicht sagen, ist es nicht unbedingt ein Produkt für Anfänger. Also wenn ihr gerade anfangt, euch einen Lidstrich zu ziehen, wird es ein bisschen kritisch, sag ich mal, weil da müsst ihr schon ein bisschen geübt sein. Was einfach etwas anderes ist als das, was ich persönlich jetzt zum Beispiel auch gewohnt bin. Und ich bin bei weitem kein Profi, was das Lidstrichziehen angeht. Ja, ich probiere mich da immer wieder. Ich verwende auch immer Eyeliner, weil ich es einfach sehr schön finde, wenn die Wimpern so ein bisschen verdichtet sind. Aber auch ich habe nicht diesen tollen, gleitenden Schwung drauf und deswegen verwende ich da auch immer so ein paar Tricks. Aber an sich zum Produkt selber, ich habe den Eyeliner gezogen. Nach 2-3 Mal ging es auch relativ gut. Wie gesagt, die ersten paar Male musste ich mich ein bisschen umgewöhnen, denn sonst verwende ich eigentlich immer diese Filzstift-Variante. Und deswegen musste ich da so ein bisschen anders von der Handhabung vorgehen. Aber wenn ihr das auftragt und wenn ihr so ein bisschen Übung habt, finde ich, ist dieser Gel-Liner-Pen so klasse. Erstens ist das ein tolles, tiefes Schwarz. Es ist von der Konsistenz her nicht zu flüssig und nicht zu fest. Es gleitet euch durch diese Gummispitze schön am Wimpernrand entlang und ist auch sehr, sehr schön präzise. Wie gesagt, Übung, finde ich, ist auf jeden Fall das Keyword. Aber dann klappt das sicherlich sehr gut und ihr bekommt auch einen guten Wing hin. Ich habe das Produkt auch heute auf den Augen, wie ihr vielleicht sehen könnt, und ich finde, das bämt richtig. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wie ich jetzt so feststelle, wenn ich jetzt so im Spiegel gucke, zu den alltäglichen Eyelinern, die ich immer in Verwendung habe. Es steht nichts drauf von wasserfest, allerdings finde ich, dass er sehr, sehr, sehr gut hält. Also er färbt bei mir nicht ab, er bleibt da, wo er ist und er bleibt auch wirklich tiefschwarz den ganzen Tag über. Und was auch immer wichtig ist bei mir, ich kriege ihn abends trotzdem gut weg und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich mag es nicht, wenn ich rubbel und was weiß ich und dann hängt immer alles ab 7:30. Also da kann ich wirklich ein Top-Produkt an euch weiterleiten sozusagen und sagen, dass es wirklich klasse ist. Aber wie gesagt, mein Fazit einfach, dass für Anfänger vielleicht nicht geeignet, aber definitiv für welche, die da schon ein bisschen geübter sind. Guckt euch dieses Produkt an, das ist wirklich klasse, weil ich finde, man kommt wirklich sehr, sehr nah an den Wimpernkranz ran und dann sieht das so, so, so toll aus. Und ich mag einfach, wie gesagt, auch die Konsistenz. Ich bin super zufrieden. Werde es jetzt natürlich noch eine ganze Weile testen müssen, um zu sagen, okay, das ist ein super spitzenklasse Produkt. Oder vielleicht gebe ich auch irgendwann mal auf und sage, nee, ich komme damit nicht zurecht, aber momentan wird es bei mir wirklich besser, also von Tag zu Tag und deswegen finde ich das an sich wirklich super und ich bin so auf dem ersten Eindruck jedenfalls begeistert. Gut, wie gesagt, ich mache das jetzt auch schon ein bisschen länger mit dem Eyeliner ziehen und deswegen finde ich das in Ordnung und das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Wie es sich auf den Augen verhält, wie es sich generell verwenden lässt, wirklich sehr, sehr, sehr leicht, sehr präzise an sich und auch sehr deckend. Deswegen finde ich diesen Push-Up-Liner von Benefit auf jeden Fall klasse.
Und ich habe mir gedacht, ihr da draußen möchtet das sicherlich auch noch testen und eure eigene Meinung bilden. Und deswegen möchte ich ganz, ganz, ganz viele kleine Benefit-Beutelchen mit diesem Benefit Theory Push-Up Liner in Mini-Größe an euch verlosen, dass ihr das Ganze einfach auch mal testen könnt. Und was ihr dafür tun müsst, da steht alles unten in der Infobox. Lest euch das Ganze durch und dann können ganz viele von euch einfach sich selber überzeugen und schauen, ob sie damit zurechtkommen oder nicht und wie sie das Ganze finden. Und dann würde ich sagen, war es das mit meinem Video. Ich hoffe, es war etwas hilfreich für euch. Ihr konntet euch so ein bisschen eure Meinung dazu bilden. Ansonsten schreibt es mir mal in die Kommentare rein. Und wie gesagt, wenn ihr diese Mini-Größe gewinnen wollt, dann guckt auch unten. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen schönen und sonnigen Tag. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.